Leute, heute tue ich schon mal vorbereiten. Kleines Update. Und zwar zu dem Projekt Ein Tag, ein PC. Ich tue die Teile jetzt schon mal vorfräsen. Ja, Teile sind alle da, außer ein Lüfter. Ja, ein Lüfterfit und eine Halterung. Aber das ist jetzt erstmal uninteressant für das, was wir jetzt machen. Ich tue heute schon mal vorfräsen. Und wenn alles vorgefräst ist, und alle Teile dann da sind und wir bauen das zusammen, geht es dann weiter. Das soll ja bloß ein kleines News-Update sein. Wie gesagt, das Projekt ist gestartet. Hat schon, ich kann noch mal ganz kurz ein bisschen spawnen, wie es so viele YouTuber sagen. Passt mal auf. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade hier am Fräsen. Heute Vormittag ist mir beim Absägen von der Platte ein bisschen was kaputt gegangen. Ist jetzt erstmal nicht so schlimm, das will ich dann noch ordentlich fräsen. Mal gucken, ob ich es hinkriege. Ja, das habe ich schon soweit fertig gemacht. Sieht nicht gerade perfekt aus, aber für das, was wir machen wollen, reicht es allemal. Und außerdem sieht es keiner mehr am Ende. Wie gesagt, das soll bis mal keiner Spawn sind. Wie gesagt, ich bin am Fräsen. Wie gesagt, das soll jetzt ein kleiner Spawn sind. Wie gesagt, und tja, lasst euch überraschen. Ne? Bis dahin. Und wenn es losgeht, geht es los. Wie gesagt, ich fräse heute alles schon mal vor, weil das braucht ihr nicht zu sehen, weil meine Videos waren immer sonst zu lang und ich will euch bloß zusammenbauen zeigen und dass es dann funktioniert. Und was die Idee dahinter war und warum ich das gemacht habe, das erfahrt ihr dann mal später. So ein extra Video. Ansonsten, abonniert, wenn ihr dranbleiben wollt, abonniert und ja, lasst euch mal überraschen. Es wird schön, sehr, sehr schön. Bin mega aufgeregt, muss ich euch sagen, zu diesem Projekt. Wenn das wirklich so gut wird, wie ich mir das denke, es wird schon wieder das Video wird viel zu lang. Wenn das wirklich so gut wird, wie ich es mir denke, dann werden öfters mal solche Videos erscheinen und ihr könnt es sogar dann vielleicht auch mal kaufen. Na? Aber wie gesagt, das ist erstmal ein Projekt für jemanden, der aus der Familie kommt. Oder das nicht direkt Familie ist es ja, sondern mehr so Verwandtschaft und für den mache ich das. Aber lasst euch mal überraschen. Wie gesagt, abonniert, wenn ihr dranbleiben wollt zu diesem Projekt. Ansonsten abonniert, dass ich mal ein bisschen vorankomme. Na? Vielen Dank. Tschüss.